Kalibrierung des integrierten Thermometers bei der Sunmix Evo 6. Ihr habt euch eine Sunmix Evo 6 gekauft und habt irgendwie das Gefühl, dass die Temperatur, die die Maschine anzeigt, nicht so richtig passen kann. Der Grund dafür ist, dass ihr das Thermometer, das integrierte, zunächst kalibrieren müsst. Dazu nehmt ihr euch ein Infrarotthermometer oder auch ein Einstechthermometer. Ich habe hier eine Kombination aus beidem und holt euch erstmal einen Referenzwert. Und die Differenz zwischen diesem Referenzwert eines Thermometers, dem ihr vertraut, und der Temperatur in der Maschine, die stellt ihr dann ein. Also, die Maschine sagt mir 16 Grad, mein Thermometer, dem ich absolut vertraue, sagt mir 21,7 Grad, also 22 Grad, am Ende eine Differenz von 6 Grad. Ich gehe in die Einstellungen, Temperaturmanagement und stelle mir hier bei den Offset-Einstellungen 6 Grad ein. Und wenn wir jetzt zurückgehen, dann sehen wir, die Temperaturanzeige von der Sunmix stimmt mit der Temperaturanzeige meines Infrarotthermometers überein. Und jetzt ist euer Thermometer in der Sunmix 6 kalibriert.